Hi, ich bin's, euer Big Mike. Heute kommt eine Roomtour von meinem Wohnzimmer. Jetzt werde ich euch mal alles zeigen, was ich so im Wohnzimmer stehen habe und was ich so benutze. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis gleich, euer Big Mike. Ciao. Ja, hier fangen wir mal an von meinem Wohnzimmer, Typ von der Roomtour. Hier haben wir eine Säule von der Anbauwand. Hier oben, wie man auch so sehr gut sehen kann. Ja, dann haben wir hier ein paar Gläser von meiner Frau her, wie die halt so auch so sammelt. Hier haben wir ein paar Kettenständer. Hier kommen wir zum Smart TV 40 Zoll von Samsung. Der ist schon circa 5 Jahre alt und er macht noch alles und tut, was er soll. Sehr, sehr nice. Mit Apps und alles, was er kann, mit Internetzugang über Facebook und Twitter und sonstiges. Hier oben haben wir noch einen Sender für meine Verstärker bzw. Endstufe. Hier haben wir noch ein Bild- und einen Kettenständer. Ja, hier unten befindet sich zweimal Steckdosenreck von Adam Hall. Bezeichnung ist AH87472. Die werden in mein neues Schlafzimmer benutzt. Dann haben wir hier so ein normales Schränkchen halt, nichts Besonderes. Darunter befindet sich eine Festplatte von 4 TB und ein Adapter für zum Laden. Wir haben noch einen kleinen Switch. Hier haben wir den Unity Media Receiver, wie man auch kennt tut. Das ältere Modell noch wird bald ersetzt durch ein neues. Hier haben wir noch ein altes Laptop. Wie defekt ist, werde ich auch bald reparieren lassen. Und da wird das Ganze verkauft. Hier oben haben wir noch das Apple TV 3, der dritte Generation. Wird auch bald ersetzt durch das vierte Apple TV 4. Hier haben wir die AirPod Express Station der dritten Generation, beziehungsweise der zweiten Generation, sorry. Und die ist sehr nice. Die hat einmal ein 5 GHz Netz und einmal ein 2,4 GHz Netz. Die zwei Netze wären dann erweitert über das AirPod Express Station Repeater, was im Gang und im Schlafzimmer drin ist. Dann haben wir hier einmal einen Blu-ray Player, kein 4K, nur ein normaler Blu-ray Player. Das langt erstmal. Das wird dann auch ein Update kommen zum 4K Player, sobald das Wohnzimmer gemacht ist. Hier oben haben wir den Teufel Boomster. Den kennt man ja aus dem Review von mir und vom Unboxing. Ist immer noch sehr, sehr, sehr gut mit dem Sound her. Hier haben wir den Sender von dem JBL ES250PW. Das ist mein Subwoofer. Dann haben wir hier einmal mein WLAN. Ganz mal über die Fritzbox, was man auch kennt, tut nichts Besonderes. Hier liegt ein DVD-Film und meine Fernbedienung für meine Lampe. Kann ich euch auch gerne mal zeigen. Das wird dann alles hier drüber gesteuert. Dann haben wir hier einmal eine Endstufe von OnQ, den A9030, was auch in Unboxing und Review schon zu sehen hat, kennt man ja. Jo, hier haben wir diverse Kabels, was nicht so interessant ist. Ich hoffe, man sieht es gut. Hier haben wir meinen JBL Subwoofer, Aktiv-Subwoofer, den 52 pb von JBL. Oben ist auch der Sender, wie ich euch gezeigt habe, kennt man. Ist auch nichts Besonderes. Gibt es ja noch kein Unboxing, aber wenn ihr das möchtet, schreibt mal in den Kommentaren hier unten drunter. Und dann kann ich auch gerne mal ein Unboxing bzw. eine Review dazu machen, kein Problem. Jo, hier haben wir ein paar violette Jalousien, Fensterbank, Sofa und dann haben wir hier einmal meine Lautsprecher, den rechten. Dazu gibt es auch noch einen linken. Da hinten gibt es auch noch eine LED-Leiste. Das Ganze wird über meine Harmony Ultimate On gesteuert. Und was ich auch sehr, sehr empfehlen kann, kann man auch da gerne ein Review zu machen. Und auf einen Klick ist das Ganze an, auch beleuchtet. Können wir diverse Farben machen. Dann haben wir hier einmal eine Stehlampe mit Elgato-Birnen, was da drin ist. Das Ganze geht über ein Smartphone, ob es Android oder iOS ist egal. Die App gibt es auch kostenlos, die nennt sich Avea. Und bei einem Klick auf dem Smartphone geht das Ganze an. Und auch in verschiedenen Farben, was ich sehr, sehr nice finde.
Hier hinten haben wir noch ein paar Bilder. Das ist nicht so interessant. Jetzt werde ich euch mal nicht meine Privatbilder zeigen, weil das ist ja nicht so wichtig für euch. Hier oben haben wir noch mal einen Autosubwoofer. Ich weiß, man macht ihn nicht an der Decke, aber ich habe unten leider keinen Platz mehr und er funktioniert und tut, was er soll. Und ich bin sehr zufrieden mit ihm. Dann haben wir hier noch mal diese zwei kleineren, rechts wie links, von Kohler, was zu meinem 5.1-System gehört, über meine Endstufe läuft. Hier neben befindet sich den linken Lautsprecher von Kohler, was der andere auf dem Fensterbank war. Das Equipment kennt ihr schon. Dazu gab es eine Schreibtischtour 2017. Auch zu meinem ganzen Equipment hier oben und ganzen Halterungen und PCs und dies und das und jenes. Jo, hier haben wir noch einen kleinen Esstisch. Nichts so Interessantes. So, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Die Roomtour von meinem Wohnzimmer von 2017. Es kommt ein kleines Update raus. Ich habe mir das MacBook Air gekauft. Das wird jetzt noch diese Woche, alles spätestens nächste Woche, am 2. Mai geliefert. Auch extra für euch, weil das mit meinen Videos, mit dem Mac, das haut nicht mehr so hin. Da ist ein bisschen langsam und dann habe ich mir gedacht, ich hole mir das MacBook Air. Warum das MacBook Pro 2015 mit der Touchbar ich mir nicht kaufe, beziehungsweise 2017 nicht kaufe, das werde ich dann euch im nächsten Video sagen und zeigen. Gefällt euch das Video? Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, das Ganze ist kostenlos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann wünsche ich euch auch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Digital Mike. Ciao.